Wir sind die Gewinner im Ukraine-Krieg. Nicht Moskau, Kiew, noch Beijing, sondern derweil jedenfalls Paris, Rom und Frankfurt. Eigentlich sollten die Maastricht-Regeln nach Covid wieder aktiviert werden. Aber der Ukraine-Krieg bedeutet, vor allem Paris und Rom müssen nicht sparen. Und die EZB in Frankfurt druckt weiter täglich Milliarden. Nach der Covid-Krise liegen die Staatsschulden in der Eurozone bei fast 100% der Wirtschaftsleistung. Und die EZB-Bilanzsumme bei über 82% des Bruttosozialprodukts. Das heißt, die Euro-Staaten geben viel mehr aus, als ihre Länder erwirtschaften. Und die Geldmenge expandiert, ohne dass die Wirtschaft wächst. Die Folge ist Geldentwertung. Die Maastricht-Kriterien sollten Regierungen mäßigen, Geldverschwendung verhindern und die Bürger und ihr Erspartes schützen. Sie aber hier enthemmen Regierungen und Spekulanten, mehren Großvermögen und enteignen die Bürger. Vielen Dank.